Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hanna. Einen wunderschönen guten Abend, ich bin Marcel aus dem Schnitt und ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, was die Mädels da fabriziert haben. Die Schärfe stimmen vielleicht nicht so ganz, aber wir probieren einfach mal ein paar Sachen aus. Wir machen das einfach ein bisschen alt. Wir legen ein bisschen Crane oben drauf, na vielleicht noch so ein Old Film Look Overlay. Dann noch natürlich so ein super 8mm Bildrahmen, damit das hier so ein bisschen eingegrenzt wird. Und die Farbe, da spielen wir auch noch ein bisschen dran rum, so ein bisschen leicht bräunlicher Stil mit rein. Und hey komm, es ist bald Weihnachten, machen wir noch einen Mistelzweig, vielleicht noch ein paar Glöckchen. Ah ne, das nehmen wir doch lieber wieder raus. Ja, aber vielleicht noch ein bisschen Musik, weiß ich nicht, irgendwas Altes, vielleicht ein bisschen Western-Style-Music. Na, das vielleicht nicht. Oh ja, das gefällt mir doch ganz gut und so machen wir jetzt einfach weiter. Cheerio und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Hanna Kreativ. Ich bin Tanja und ich freue mich, dass du zu diesem neuen Video eingeschaltet hast. Ein Video, das ich wieder in Kooperation mit Brother drehen darf. Du weißt, ich habe schon meine neue Maschinenliebe entdeckt. Falls du noch nicht weißt, welche Maschinen ich alle besitze, dann schau gerne mal oben in das Video rein. Ich verlinke dir das auch mal unten in der Infobox. Und irgendwie hat mich so ein bisschen das Stickfieber gepackt. Ich habe ja schon die ITH-Datei probiert und heute wird es auch wieder eine ITH-Datei werden. Aber du kannst das auch mit der Nähmaschine machen, du kannst es mit dem Freihandstickfuß machen. Da erzähle ich dir später gleich mehr dazu. Und wie du siehst, eigentlich heißt es der linke Platz ist frei, gell? Aber ich würde sagen, es ist der rechte Platz. Der ist frei und ich wünsche mir die Olga herbei. Hallo! Hi, ich sticke! Und Olga ist der absolute Profi im Sticken und deswegen habe ich mir gedacht, ich hole mir heute ein bisschen Hilfe. Es gibt auch nachher noch was Schönes für dich, deswegen auf jeden Fall dranbleiben. Du bleibst jetzt einfach 8 Stunden in der Leitung. Und ich würde sagen, du kannst dich am besten mal selbst vorstellen. Ich bin Olga von der Turo Kreativschneiderei und ich bin extra aus Lüneburg heute zu der Tanja gekommen, um bei dem Video mitzumachen. Ich bin gelernte Schneiderin und nähe und sticke und erstelle Stickdateien. Und die werden wir heute benutzen. Sie hat was super, super, super Süßes für euch vorbereitet. Mein Thema heute, wie du es vielleicht schon irgendwo mitbekommen hast im Thumbnail oder im Titel, ist vom Müll zum Schatz. Und ich meine, Müll hätte ich heute. Diese wunderschöne Tasche. Oh mein Gott. Entschuldigung, liebe Schwiegermama, die ist von ihr. Ich hab sie zur Verfügung gestellt bekommen, weil ich tatsächlich alle meine Taschen, die so ein bisschen, kennst du das beim Kunstleder, wenn das kaputt geht, da reißen manchmal so Stellen. Ja. Und wenn du sowas zu Hause hast, das ist perfekt heute für unser Projekt. Es geht natürlich auch alles andere. Also ich liebe Upcycling, ich möchte auch ein bisschen mehr in der Richtung machen, weil es mir ultra viel Spaß macht. Aber für das heutige Projekt kannst du nicht nur Kunstleder benutzen, du kannst auch irgendwas, was nicht ausfranst, also Filz. Wir haben es jetzt auch nochmal mit einer schönen Plotterfolie gemacht. Also jede Menge Sachen, wie du heute deinen Weihnachtsschmuck pimpen kannst oder erstellen kannst überhaupt. Du kannst deinen ganzen Tannenbaum damit schmücken. Do you like my decorations? Also ich bin ja auch schon seit Oktober in Weihnachtsstimmung. Weihnachtsdeko. Ich sehe es. Mami liebt so. Ich habe auch ein Wham-T-Shirt als T-Shirt, damit ich es notfalls auch im Sommer tragen kann. Weihnachten ist bei mir eingezogen und ich freue mich, dass ich jetzt hier euch auch ein bisschen mit dem Content zuspammen kann. Das machen wir heute. Willst du mal zeigen, was wir machen? Wir zeigen heute, wie man solche Anhänger stickt für den Tannenbaum. Da wird auch direkt das Band mit festgestickt. Und das wollen wir heute machen aus dieser Tasche. Der schönen Tasche, die dran glauben muss. Ich weiß auch nicht, hinten Fell, vorne Kunstleder, das ist schon sehr interessant, die Kombi. Aber wir können heute beides gebrauchen. Brauchen wir eine Schere und dann geht's los. Schneiden die auseinander. Du brauchst für das heutige Projekt aber nicht unbedingt eine Stickmaschine, denn du kannst das tatsächlich auch mit der Nähmaschine machen. Ich lasse das natürlich heute für mich machen, weil ich in den großen Genuss der Stickmaschine gekommen bin und es wirklich liebe. So tolle Ergebnisse und man sitzt halt daneben und schaut zu. Der Vorteil ist ja, wenn du es von der Stickmaschine sticken lässt, die sehen halt immer gleich aus. Ja,
und sauber. Ich habe dir eine Datei für einen Tannenbaum und auch für ein Lebkuchenmännchen auch in den Shop gepackt. Den Link dazu findest du auch unten in der Infobox. Da kannst du das Ganze auch mit der Nähmaschine machen. Hast ein bisschen mehr Arbeit, du schneidest dir das dann eben aus, aber die Schritte sind die gleichen. Die Applikation auf dem Tannenbaum kannst du auch mit ganz, ganz verschiedenen Methoden machen. Natürlich kannst du es sticken, du kannst es aber auch mit einem Freihand-Stickfuß machen. Der geht an jeder haushaltsüblichen Nähmaschine. Auch dazu gibt es ein Video vom Lesesack. Du könntest das Ganze auch plotten, wenn du Lust hast, oder mit einem Textilstift aufmalen. Würde auch gehen. Mhm. Fällt dir noch eine Möglichkeit ein? Was können wir noch machen? Das war's, oder? Von Hand ein paar Perlen aufnähen, dann sieht das gleich aus wie so Weihnachtsbaumkugeln. Oh, das wäre eine gute. Aber ich habe da von Hand gehört. Ja. Da bin ich meistens. Ich liebe das. Oh mein Gott, ich auch. Von Hand zu nähen. Ich auch, ja. Ist auch nicht so, dass ich echt über jede Wendeöffnung mit der Nähmaschine drüber schredder. Also okay. Wenn du genauso tolle Ambitionen hast wie die liebe Olga, dann kannst du hier auch ein paar süße Perlen aufbringen. Finde ich eigentlich eine echt niedliche Idee. Dann würde ich sagen, legen wir los. Zerschneiden wir die Tasche. Ich muss erst mal gucken, was nehmen wir denn da? Wir machen mal den Reißverschluss auf. Ich würde sagen, oh, das ist ja ein krass stabiles Innenfutter. Okay. Jetzt muss ich da irgendwie schneid rein. Schneid einfach mal hier rein, hätte ich gesagt, oder? Okay. Muss hier rein. Wie meine Oma sagen wird, die ist doch noch gut. Ist das echtes Leder oder? Bezweifle ich. Maybe. Oh. Ich glaube, es ist echt. Oh nein, habe ich die passende Nähmaschinen-Nadel dazu da? Das wäre jetzt die nächste Frage, genau. Macht nichts. Ida wohnt hier um die Ecke, die ist eine Sattlerin, also das kriegen wir hin. Oh, sogar also, Wildleder auf der anderen Seite, hast du das gesehen? Ja, das ist die Rückseite, das ist definitiv echtes, Leder. Ja, daraus könnte ich jetzt wunderschöne Krabbelpuschen nähen. Ja. Das mache ich dann aus dem Rest. Hier, ich scheue keine Kosten und Mühen für dieses Video. Für dieses Projekt brauchst du einen Stickrahmen, dann noch einmal ein Stickvlies, ein Stückchen Kunstleder, echtes Leder oder Filz. Eine Schere, ein bisschen Band noch zum Schluss, Stickgarn und die Datei findest du unten in der Infobox. Ciao, du darfst. Ist es fest? Ja. Ein bisschen nachdrehen, ne? Genau. Als erstes stickt die Maschine die Kontur, damit wir wissen, wo wir das Lederstück auflegen können. Während Olga jetzt hier schon mal den Faden vorbereitet und ein bisschen mit mir stickt, will ich dir noch eins auf den Weg geben. Wenn du Lust hast an einem digitalen Adventskalender mit 4 wunderbaren Schnittmustern und natürlich auch noch ein bisschen Nähliebe, dann schau einmal in den Shop von den Nädels. Da kannst du das Ganze noch bis zum 30. November buchen. Den Link findest du natürlich wie immer unten in der Infobox. Das wäre ihr Einsatz gewesen. Du musst mich vorwarnen. Vorwarnung. Den Link findest du unten in der Infobox. Super. Ich würde sagen, jetzt sticken wir weiter. Übrigens wieder mit dem nachtleuchtenden Garn von Madeira, das ich liebe. Ich werde es dir dann zeigen. Gut. Sehr gut. Wir machen weiter. Jetzt stickt die Maschine die Position für das Band. Hier kommt jetzt das Band drauf. So. Auch gleich richtig rum. Das ist wichtig. Die Schlaufe nicht wie beim Nähen nach innen, sondern einmal nach oben zeigen lassen. Mhm. Für die Nähanfänger, die liebe Olga hält das jetzt mit der Hand fest. Aber du weißt, so eine Nadel ist schnell durch den Finger durch. Für die Anfänger, die können man, dann könnte man das Band auch mit einem Kreppband hier einfach befestigen und dann annähen lassen. Jetzt legen wir das Stück Leder so auf, dass die Kontur komplett bedeckt ist, damit die Maschine das auch alles feststickt. Und jetzt wird die Kontur gestickt. Wir haben natürlich eine Ledernadel drin. Also, wir haben jetzt eine super universal rein. Also,
Wir haben einen 90er Schmetz Super Universal. Wusstest du, dass es Schmetz heißt? Und nicht Schmetz? Ja. Ha, ich auch. Mit der ist das jetzt super gegangen. Gut. Nächster Schritt. Jetzt kommt als nächstes die Wange. Da brauchen wir eine andere Farbe. So, jetzt sticken wir das Gesicht, ne? Was sticken wir jetzt? Die Knöpfe! Mit einem wunderschönen, was ist denn das für eine Farbe? Die gefällt mir echt gut. Mint? Vielleicht Salbei? Salbei. Eukalyptus. Eukalyptus, stimmt. Jetzt müssen wir es wieder rausnehmen. Ja, nimm mal raus. Wir brauchen jetzt entweder ein Stück Tesa oder Sprühkleber. Wir haben uns jetzt für den Sprühkleber entschieden und der Nadelpapst darf jetzt nicht hinhören, aber wir wechseln nicht danach die Nadel. Riecht es gut wie früher in der Schule am Kleber. Einmal umspulen, wieder auf nachtleuchtend. Als letzten Schritt, last but not least, müssen wir das Ganze noch knappkantig ausschneiden. Mhm. Da gibt es aber eine wichtige Sache, die du unbedingt beachten solltest. Das Band, was wir hier mit eingestickt haben, darfst du auf keinen Fall durchschneiden. Das wäre bei mir jetzt so der Klassiker geworden, glaube ich. Wir können es jetzt hier rausnehmen, gell? Wir sind ja fertig. Kannst du direkt rausreißen. Das mache ich. Ja, also. Man kann doch die Ecken hier noch verwenden, sag mal hier. Wir leben doch hier nicht im Krösusland. Stimmt. So, und bei uns in der Marketinggruppe gibt es eine Regel, wer am schnellsten den Finger auf der Nase hat, das heißt, ich war Erste, also ist blöd gelaufen. Einmal Kamerabeweis bitte, wie beim Fußball. Ja, also Marci, ne, noch einmal zurückspielen, ich war Erste. Das heißt, du darfst. Okay. Komme ich jetzt ins Fernsehen? Fotobombe, Filmbombe, ey! Oh, du musst hier. Nein! Ach, hallo! Darf ich jetzt? Nein, du darfst kein Ass im Rinn machen. Vorsicht, da beim Band nicht schneiden. Ja, stimmt. Dann mache ich das jetzt so. Ich schneide jetzt diese Schicht. Und leg mir das Band weg. Halte das hier die ganze Zeit fest. Das war's für heute. Vom Müll zum Schatz in eine alte, ausrangierte Tasche in ganz, ganz süßen Weihnachtsbaumschmuck verwandelt. Wir haben gerade eben gehört, dass Sandra noch die Anleitung dazu machen wird, wie du das mit der Nähmaschine nachmachen kannst. So, und jetzt kommen wir dann auch zur Verlosung, denn du hast uns was Schönes mitgebracht. Wir haben hier so ein ganzes Bundle. Wir haben hier einmal den Lebkuchenmann, natürlich dann auch die Lebkuchenfrau. Hishi, das ist mit. Dann haben wir dann noch einmal den Tannenbaum. Und den Stern. Und hier haben wir zum Beispiel Plotter Glitzerfolie einfach festgestickt. Dieses tolle Bundle mit allen Motiven verlosen wir dreimal an dich. Alles, was du dafür tun musst, ist natürlich wie immer meinen Kanal zu abonnieren. Wenn dir das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben, den Kanal von der lieben Olga, Turo Kreativschneiderei, abonnieren und unten in die Kommentare schreiben, was du noch aus so einer alten Tasche alles zaubern würdest. Vergiss auch nicht, auf deinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen, denn da schaue ich ziemlich oft nach. Und erst recht jetzt, wo ich Sticken anfange, dann gibt es ganz, ganz, ganz tolle Tipps von dir auch. Ne? Ja, genau. Ich zeige ganz oft wertvolle Tipps,
die man beim Sticken beachten sollte. Und darf ich vorstellen? Das ist Kaktus. Das ist eine Zeichnung von Josephine und die ist erst 6 Jahre alt. Ihre Zeichnung wird jetzt in eine Stickerei. Welche Fehler man vermeiden sollte beim Sticken, gell? Hast du auch gemacht? Oder wie geht's günstiger Sticken? Hatte ich auch schon mal was von dir gesehen. Ja, ohne Stickvlies. Ja, genau. Also schaut auf jeden Fall auch gerne mal vorbei. Dann vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht bei dir. Ich hoffe, vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder. Super, gerne. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.